Cool. Herzlich willkommen zum iRewind Webinar, dem allerersten Webinar von iRewind. Schön, habt ihr den Weg zu uns gefunden. Es freut mich enorm, dass ich euer Host sein darf, die nächsten knapp 60 Minuten. Wie gesagt, mein Name ist Nico. Ich bin zuständig für die Geschäftsentwicklung bei iRewind und heute sprechen wir ein bisschen über Event Sponsoring im digitalen Zeitalter, ein Thema, das hochaktuell ist, das sich rasant entwickelt hat in den letzten Jahren. Und das Ziel der heutigen Session ist es, euch etwas mitzugeben. Vielleicht ist es ein Trend, vielleicht ist es eine Idee, irgendetwas, das ihr aufschnappen könnt, das euch hilft dabei, eure eigenen Event-Sponsoring-Aktivitäten in Zukunft zu gestalten. Ein paar Informationen vorneweg. Wie ihr hört, wird das Webinar auf Deutsch abgehalten. Die Slides, die ihr sehen werdet, werden aber allergrößtenteils auf Englisch sein. Ich hoffe, das ist okay für euch. Was wir nicht wollen, wir wollen Trends mitgeben, wir wollen euch Informationen mitgeben, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, hoffentlich noch nicht gehört habt. Was wir nicht wollen, ist eine 60-minütige iRewind Sales Show abziehen. Das ist nicht unser Anspruch. Klar werden wir darauf zu sprechen kommen, wer wir sind und was wir tun. Aber es geht wirklich darum, euch konkret zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt im Bereich des digitalen Event-Sponsorings. Wir werden euch ein paar konkrete Anwendungsbeispiele zeigen, auch von iRewind, was wir umgesetzt haben. Beispiele, die teilweise aus der Schweiz sind oder größtenteils aus der Schweiz sind, aber es ist wichtig zu betonen, dass alle Beispiele, die ihr sehen werdet, auf internationale Länder ausdehnbar sind. Die Cases sind also auch für Deutschland oder Österreich anwendbar. Möchten eine interaktive Session machen, sofern das möglich ist via Webinar, aber wir möchten euch die Gelegenheit geben, ein bisschen aktiv auch das Programm mitzugestalten. Deshalb machen wir kleine, kurze Umfragen. Die erste Umfrage gleich zu Beginn weg, das ist die hier. Ihr müsstet jetzt auf der rechten Seite eures Bildschirms die Möglichkeit sehen, an der Umfrage teilzunehmen. Die erste Frage ist relativ einfach. Wollt ihr den iRewind Image Film sehen von uns, um also einen ersten Eindruck zu erhalten, wer wir sind und was wir tun, oder sollen wir gleich einsteigen mit den ersten Folien? Ich warte mal ab, gucken, wie Resultate reinkommen. Gut, ich glaube, das Verdikt ist klar. Wir starten mit dem Imagefilm. Einfach einen kurzen Abriss, wer iRewind ist und was wir tun. Moments define our lives. They define us as human beings. Some moments happen in split seconds, but their memories last a lifetime. They can be shared, just like they can be lived alone. Sometimes, one moment can change everything. Moments happen everywhere around the world, at any given time, to any given person. What if you could capture and relive these moments wherever and whenever you want? iRewind is leading the personalized video revolution by capturing great live moments and transforming them instantly into shareable videos. We use the latest hardware to complement our industry-leading software solutions, giving industries as different as sports, tourism, or culture an opportunity to turn micro moments into eternal moments. We capture what others can't capture. We compose, create, communicate. So all that's left to do is enjoy. Become part of your audience's incredible moments. We help you upgrade your brand activation and create great customer journeys. Personalized videos offer a unique way to connect to your desired audience in a refreshing, engaging, and above all, personal way. Because some moments do last a lifetime. So
So viel zum Einstieg. Einmal so ein bisschen abgefasst, für was wir stehen. Auf viele dieser Beispiele, die ihr gerade gesehen habt, gehe ich dann noch später in ein Webinar darauf ein. Aber wir möchten ein bisschen allgemeiner beginnen, wollen doch irgendwie mal so ein bisschen ein gewisses Fundament legen und euch mit drei Kernthemen starten, um den Einstieg etwas zu erleichtern in das ganze Thema globales Sponsoring der Zukunft. Wir möchten starten mit ein paar Trends. Möchten weiterfahren mit der Wichtigkeit von Video. Wir sind letzten Endes eine Videotechnologiefirma, möchten euch deshalb zeigen, inwiefern Videos helfen können mit der Sponsoring-Engagements, die ihr betreibt, und wollen auch so ein bisschen den Bezug schaffen zu den Sponsoring-Trends, die 2019 zu erwarten sind. Und gibt dann einen dritten Abschnitt noch zum Thema Personalisierung. Ein Schlagwort, das man immer öfters hört. Möchten kurz einen Einstieg geben in diese Thematik. Wieso ist Personalisierung wichtig, gerade auch im Sponsoring? Und dann anschließend einsteigen in die iRewind-Welt. Globale Sponsoring-Trends 2019. Ein bisschen recherchiert, was zurzeit los ist oder was los sein wird im Bereich des Sponsorings. Enorm viel tut sich. Was man sicherlich sagen kann, sieht man sofort, es ist ein Wachstumsmarkt. Sponsoring hat sich über die letzten Jahre jedes Jahr mit über 4% gesteigert, weiterentwickelt. Die überwiegende Mehrzahl der Sponsorings findet im Bereich Sport statt, gefolgt von Entertainment, also Kunst oder Musik. Themen. Es bildet sich auch so ein bisschen ab in dem, wo wir iRewind unsere Stärken haben, wo wir uns die meisten unserer Projekte haben. Überwiegende Mehrheit im Sportsponsoring-Bereich, aber durchaus auch relevante Cases machen können im Bereich Kultur. Wo wir auch starkes Wachstum sehen, ist im Bereich Aktivierung. Es gibt zum einen ja irgendwelche Spendings, die man hat, um Lizenzen für Sponsorings zu lösen. Aber danach, wenn man die Lizenz hat, muss man irgendwie das Sponsoring aktivieren. Und was man sieht, global gesehen, ist, dass das Verhältnis von Lizenzkauf zu Aktivierung des Sponsorings bei etwa 2,2 liegt. Also sprich, wenn ich 100.000 Euro ausgeben muss für eine Sponsoring-Lizenz, dann muss ich nochmal etwa 220.000 in die Hand nehmen, um das Sponsoring auch entsprechend zu aktivieren vor Ort. Also es reicht heute bei weitem nicht mehr, nur einfach eine Bande zu buchen oder als Sponsor eines Festivals irgendwie auf dem Festival Tickets präsent zu sein. Ich muss auch vor Ort gucken, dass ich mein Sponsoring aktivieren kann. Vor Ort ist das eine, wenn man aber sieht, wo man sonst noch die Sponsorings ausschlachten, ein bisschen übertrieben gesagt, kann, dann sieht man ganz klar, dass die sozialen Medien unheimlich wichtig sind. Wenn ich Sponsor bin, muss ich über die sozialen Kanäle diese Sponsoring promoten. PR-Arbeit ist natürlich nicht von der Hand zu weisen an Wichtigkeit. Aber dann sind wir schon in Themen wie Hospitality, dass man eben auch für die VIPs oder für die geladenen Gäste schauen muss, dass man vor Ort etwas anbieten kann und das Sponsoring anreichert, eben möglicherweise eine Sponsoren-Banner durch einen Hospitality-Bereich, wo man die Kunden einladen kann und dann dort vielleicht auch dieses On-Site-Experimental, das man hier auf der vierten Stufe sieht, eben auch machen kann. Und diese On-Site-Aktivierungen, da kommen dann eben Themen wie personalisierte Videos ins Spiel. Tauchen wir etwas ein in den stärksten Kanal für das Leveraging von Sponsorship, das ist soziale Medien. Welches sind die größten Treiber, die man hier nutzen kann? Nicht ganz überraschend ist Facebook. Nummer eins ist leicht Tendenz abnehmend, aber immer noch auf enorm hohem Niveau. Die meisten Brands nutzen Facebook, um für ihre Sponsorships aufmerksam zu machen, gefolgt von Twitter und Instagram. Machen einen Sprung von global etwas kleiner in die Dachregion und haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, welche Ziele verfolgen Sponsoren in der Regel? Das dürfte euch wahrscheinlich bekannt sein. Ganz zuvorderst Imageziele, Bekanntheitsziele, die sind, denke ich mal, allen so bewusst. Man möchte mit dem Sponsoring klar die Marke in den Vordergrund rücken, möchte sich ins Gedächtnis der Kunden einprägen. Aber es gibt noch weitere Themen, Erschließung von neuen Zielgruppen oder selbst Mitarbeitermotivation kann für ein Sponsoring-Engagement ausschlaggebend sein. Wie entscheidet man sich, ob man jetzt ein Team oder eine Privatperson oder eine Person im sportlichen Bereich sponsern möchte? Was sind die ausschlaggebenden Kriterien? Nummer eins, emotionale Strahlkraft des Gesponserten. Das geht ein bisschen in den dritten Punkt hinein mit der Reichweite. Je bekannter die Person ist,
desto besser ist es natürlich für meine Marke, wieder Stichwort Reichweite und Bekanntheitsförderung. Deshalb nicht überraschend, dass man hier unter den Top 3 wieder diese zwei Themen findet. Aber ganz spannend, was danach kommt. Möglichkeiten digitaler Aktivierung, die Lieferung von attraktivem Content für digitale Kampagnen. Also Content-Generierung als Teil des Sponsorings ist etwas, das immer stärker an Bedeutung gewinnt und wo wir auch anknüpfen möchten mit unseren Lösungen. Es lässt sich grundsätzlich sagen, dass generell Sponsoring immer digitaler wird. Dieses Schlagwort, das hat man auch zu Genüge gehört. Es ist ein Trend, den wir gleich vertiefen möchten, der auch gleich reinspielt in die fünf Top-Trends des Sponsorings. Wenn man es sich ansehen möchte, wo geht das Sponsoring 2019 hin? Da gibt es so fünf übergeordnete Kernthemen, die wichtig sein werden. Das allererste, E-Sports. Es gibt kaum ein Referat oder eine Präsentation, die sich um Sponsoring oder Marketing-Themen dreht, die nicht irgendwann früher oder später über E-Sports berichtet. Wir wollen hier nicht zu tief über E-Sports eingehen. Ja, es ist ein Milliardengeschäft. Nächstes Jahr wird über 1 Milliarde umgesetzt mit E-Sports. Es ist das am stärksten wachsende Sponsoring-Umfeld. Es ist ein neues Umfeld für viele Sponsoren. Das macht es zur großen Herausforderung. Auch viele Fragezeichen damit verbunden. Aber ich denke jetzt auch für das Webinar von heute nicht wirklich wichtig. Zweites Thema, jetzt auch im Zusammenhang mit dem Thema von heute, jetzt nicht unbedingt aktuell, aber Influencer, ein ganz großes Thema natürlich auch, kennt man bis jetzt hauptsächlich, weil man das in den letzten Jahren immer verstärkt gesehen hat mit bekannten Größen, Teenie-Idolen, die als Influencer aufgetreten sind. Der Vorteil kommt relativ authentisch rüber, je nachdem, wie man es macht, ist sehr reichweitenstark, das ist sicher ein Hauptgrund und es ist noch verhältnismäßig günstig, je nachdem, wie man zusammenarbeitet. Gibt Kritik, ganz klar. Influencer-Sponsoring oder Influencer-Marketing hat seine Tücken, hat auch gewisse Gefahren, aber es ist ein Trend, der auch 2019 weitergehen wird. Das Thema Daten ist immer wichtiger im Sportbereich, bis jetzt ohnehin schon. Es werden Daten überall gesammelt, wenn es um Sport geht, bei Veranstaltungen, auch bei Live-Events, wo man mit Kundendaten arbeitet. Das ist wichtig für die Veranstalter. Es ist bis jetzt aber noch relativ stiefmütterchenhaft behandelt worden, was das Sponsoring angeht. Hier erhofft man sich sicherlich in Zukunft, dass man mit den gesammelten Daten noch viel gezielter auf Zielgruppenansprache gehen kann. Ist etwas, was wir noch vertiefter behandeln werden später im Webinar. Aber Daten sind etwas, das man im nächsten Jahr mit Garantie im Bereich Sponsoring auch noch verstärkt sehen wird. Technologie, ich habe es vorhin schon angesprochen, bis dato hauptsächlich ein bisschen Oldschool-Sponsoring. Man hat Banden gekauft, man hat sich vielleicht auf einer Startnummer integrieren lassen, man hat irgendwo ein Festzelt oder ein Zelt aufgebaut mit dem Branding. Heute gibt es Möglichkeiten, die im Bereich Video zum Beispiel, aber auch im Bereich Ticketing-Lösungen, wo man Technologie nutzen kann, um gezieltes Sponsoring zu machen. Hier in Zusammenarbeit mit den Daten noch gezielter die Ansprache machen kann und auch die Symbiose schaffen kann zwischen analogem Sponsoring und digitalem Sponsoring. Und das fünfte Thema ist Personalisierung, persönliche Ansprache der Zielgruppe. Je länger, je stärker, und das ist auch ein Kernthema gleich, wird dieser Punkt sein, um herauszustechen aus der ganzen Konkurrenz, die herrscht im Sponsoring, bei dieser Fülle von Brands, Marken, die da draußen sind, muss man die Leute anders ansprechen als früher. Es ist keine One-Size-Fits-All-Lösung mehr, sondern man muss noch viel gezielter auch im Bereich Sponsoring, die Zielgruppe persönlich, personalisiert ansprechen. Dazu gleich ein bisschen mehr. Also das sind die drei Themen auch, wo iRewind mit ins Spiel kommt. Wie können wir zum einen helfen, Daten kreieren? Wie können wir die Technologie liefern, um diese Daten dann zu nutzen? Und wie nutzen wir das Element Personalisierung, um dem ganzen Sponsoring noch mehr Schubkraft zu verleihen? Das die Themen so ein bisschen der nächsten Minuten. Beginnen wir mit Video, weil ein Trend, der jetzt nicht aufgezeigt worden ist, der aber in alle Kategorien mit reinspielt, ist Video. Video spielt eine sehr, sehr große Rolle, sei es jetzt bei Influencer-Marketing oder sei es im Bereich Technologie logischerweise, aber auch im Bereich Personalisierung.
wieso spielt Video eine große Rolle? Das ist nicht nur der Umstand, dass damit gerechnet wird, dass bis 2021 82% des gesamten Internetverkehrs durch Video generiert wird. Das muss man sich mal vorstellen, 82% des gesamten Videoverkehrs, des gesamten Internetverkehrs wird durch Videos generiert. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist, viele Unternehmungen wollen Videos machen. Also sie sehen das als das Zukunftstechnologie-Vehikel Nummer 1. Firmen, die gefragt wurden, wo sie gerne mehr investieren würden, wenn es um Content-Generierung geht. Nummer 1 mit Abstand sind Videos. Es sind also, und das nicht zu Unrecht, wenn man den Zahlen hier glaubt, die diese Quelle hier zeigt. Mit Videos kann man die SEO-Performance steigern. Man wird eher gefunden als Unternehmung, wenn man Videos auf der Webseite implementiert hat. Hat man Videos auf der Webseite, steigert das den Traffic auf der Webseite selber. Auch da habe ich dann noch ein, zwei andere Zahlen später. Man kann sogar als Revenue Driver ziehen Videos und die Conversion, die das reduziert, also mehr ROI durch Videos, die clever integriert werden in die Webseite. Ein Punkt zum Beispiel, ganz einfach oder einfach erklärt, wenn man eine Message in ein Video packt, können sich 95% der Leute diese Message behalten oder können sich daran erinnern. Wenn ich sie ausschreibe, dieselbe Message, können sich 10% an die Message erinnern. Also da sieht man schon mal so Ratio 9:1, was das Erinnerungsvermögen angeht, nur dank Videos. Wieso ist Video auch relevant? Deshalb, weil man dadurch längere Aufenthaltszeiten auf den Webseiten generieren kann. Hier eine Darstellung, die zeigt die Top 100 Webseiten und wie viel die Page-View-Zeiten in Minuten. Man sieht hier, die blauen Seiten sind die Seiten, welche Videos implementiert haben. Also von den Top 100 sind ungefähr 40% haben Videos auf ihren Seiten. Also 40% der Top-Seiten haben Videos implementiert. Weitere Kennzahlen, Video in einer Betreffzeile, in einer E-Mail, ganz ein einfaches Messgerät, aber wenn ich eine E-Mail schreibe und sage, Video kommt drin vor, wird meine E-Mail mit einer 20% größeren Wahrscheinlichkeit angesehen. Habe ich ein Video in meiner E-Mail verbaut irgendwo, klicken die Leute mit 200-300%iger Wahrscheinlichkeit eher darauf. Und Menschen, die, und das habe ich vorhin schon kurz gesagt, die sich ein Video ansehen, sind danach auch eher dazu bereit, einen Kauf zu machen. Und darum geht es ja letztlich auch. Also Video hat eine unheimliche Strahlkraft und auch einen direkten Einfluss auf Umsätze. Und dann kommt hinzu, dass Videos einfach auch, jede Firma möchte irgendwie die nächste Generation auch ansprechen. Videos ist nun einmal das Nummer 1 Konsumprodukt von Kids, von Teenagern, Generation X oder Z, spielt eigentlich keine Rolle. Alle schauen sich Videos an, aber nicht nur die Jungen. Weil wenn man in der Branche oder wenn man im Markt draußen fragt, was denn die Konsumenten gerne eher hätten oder mehr hätten von ihren bevorzugten Marken, dann beantworten 54% der Befragten, dass sie gerne mehr Videos hätten. Also noch bevor sie irgendwie mehr soziale Videos wollen, wollen sie Imagefilme, sie wollen Produktfilme, sie wollen mehr Videos konsumieren. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, das zweite Thema jetzt, wo wir darauf zu sprechen kommen, am Ende kommt dann die Symbiose der beiden, aber Videos kann man noch attraktiver gestalten, indem man den Element der Personalisierung mit reinbringt. Und Personalisierung ist ein unheimlich attraktives Geschäftsfeld. Man kann unheimlich viel herausholen mit clever, gut gemachter Personalisierung. Aber wieso sie so relevant ist, stellt sich so ein bisschen die Frage. Und ja, die Antwort ist nicht nur, weil PwC in ihrer Studie sagt, dass dem so ist. PwC hat hier Sponsoring- und Marketing-Experten gefragt, wo sie denken, müssten Sponsoren mehr Wert drauflegen in Zukunft. Und mit Abstand die meistgenannte Antwort war, dass man mehr ein personalisiertes Kunden- und ein personalisiertes Fan-Targeting machen muss. Also ich muss meine Zielgruppe irgendwie personalisiert ansprechen. Jetzt mal Videothema außen vor, das kommt dann später wieder, aber einfach mal so nur schon Ansprache personalisiert. Das kann so einfach aussehen wie die hier, wenn ich eine E-Mail an jemanden richte
und ich adressiere die Person beim Vornamen, dann habe ich schon mal eine höhere Öffnungsrate, als wenn ich das unpersonalisiert mache. Konsumverhalten, auch ein Einfluss. Im Schnitt sagen 36% der Konsumenten, dass sie daran interessiert sind, personalisierte Produkte zu kaufen. Und sie sagen auch, dass sie eher dazu bereit sind, länger auf ein personalisiertes Produkt zu warten. Doch immerhin fast 50%, ganz klassisches Beispiel zu diesem Thema. Wenn ich ein maßgeschneidertes Hemd möchte oder ein Hemd möchte mit meinen Initialen eingestickt, dann bin ich eher dazu bereit, vielleicht eine Woche oder zwei länger zu warten. Mir ist dieses Level von Personalisierung wichtig. Ein paar weitere Kennzahlen zum Thema Personalisierung, wieder auf Shopping bezogen oder auf das Konsumverhalten bezogen. 31% würden sich wünschen, dass ihr Shopping-Erlebnis personalisierter daherkommt. Im Moment sind nur 22% zufrieden mit dem Personalisierungsgrad ihres Shoppings. Fast 60%, und ich glaube, das ist eine Kernaussage, die man sich merken muss, fast 60% der Konsumenten sind dazu bereit, ihre persönlichen Daten einer Unternehmung zu überlassen, wenn sie dadurch personalisierte Angebote und Rabatte auch entsprechend bekommen können. Da gibt es sicherlich ganz andere Vorurteile, aber etwas, das in meinen Augen wichtig ist, dass man es nicht vergisst, dass wenn man es richtig macht und die Leute mit den richtigen Produkten abholen kann, dann sind die Leute auch bereit, die Daten zu hinterlassen. Das schließt ein bisschen an die ersten zwei Punkte an. Fast 90% sagen, dass ein personalisiertes Kunden- oder Einkaufsverhalten sich positiv auf ihre Markenloyalität und entsprechend dann auch auf einen höheren Investmentgrad auswirken würde. Und ganz einfach plakativ gesprochen geht es schon so weit, dass man was sagen kann, wenn Leute ihren eigenen Namen hören oder lesen, dann können Sie sich einfach viel besser an die Message erinnern, die damit gekommen ist. Also hier relativ klare Indizien. Call to Actions, auch immer ganz wichtig, wenn man gerade im E-Mail-Marketing unterwegs ist, aber selbst im Sponsoring, man sieht es danach gleich bei ein paar Videobeispielen, die wir mitgebracht haben. Personalisierte Call to Actions performen in der Regel viel besser als solche, die einfach ganz normal daher kommen. Jetzt ultimativ, was man natürlich möchte, ist irgendwie so das Beste der Videowelt zusammenbringen mit dem Besten von der persönlichen Personalisierungswelt. Und auch das gibt es ziemlich beeindruckende Zahlen dazu. Was passiert, wenn man personalisierte Videos baut? Und hier hat BlueRush verglichen die View-Time, also die Anschaudauer eines personalisierten Videos gegen ein nicht personalisiertes Video. Und das Resultat 70-10. Also habe ich ein personalisiertes Video, mein Name kommt denn vor, ich vielleicht sogar als Person komme im Video vor, bin 7-mal länger dazu bereit, mir das Video anzusehen, als wenn ich nicht darin vorkomme, wenn es vielleicht einfach ein generischer Imagefilm ist. Jetzt, was bedeutet das für Sponsoring? Ich habe bei der ersten Version 7-mal mehr Zeit, um meine Messages, meine Produktmessages oder meine Brand-Messages zu platzieren. Das sind schon relativ beeindruckende Zahlen. Das ist jetzt auf das Video selber bezogen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, gucken uns die Webseiten an, auf denen personalisierte Videos verbaut sind. Geht hier um Website-Traffic, geht um View-Time. Wie viel Zeit verbringt jemand auf einer Webseite, wo diese Videos sind? Wir haben selber diese Studie gemacht für einen Kunden von uns in diesem Jahr und haben dabei festgestellt, dass der Unterschied zwischen durchschnittlicher Webseite und die Zeit, die jemand verbringt, zu einer Seite, auf der die personalisierten Videos stehen, über 1:6 sind. Also die Leute suchen die Videos, schauen sich die Videos an und verbringen dann 6,5-mal mehr Zeit auf der Webseite, als wenn sie keine Videos auf der Webseite haben. Das sind Zahlen, die kann man durchaus auch mal ein bisschen sacken lassen. Diese beiden Kennzahlen allein, das eine Verhältnis 1:7 und hier das Verhältnis 1:6,5, zeigt ganz klar Vorzüge von personalisierten Videos. Und das ist genau das, was wir bieten auf Seiten von iRewind. Wir nutzen personalisierte Videos, um messbare digitale Sponsoring-Kampagnen zu machen. Also wir versuchen mit dem Kunden zusammen seine Sponsoring-Kampagne anzusehen und gucken, wie können wir personalisierte Videos in die Kampagne integrieren.
Jetzt habe ich circa eine halbe Stunde über allgemein, ich habe es ein bisschen versucht, den Rahmen abzustecken, wo wir uns bewegen. Vielleicht noch mal kurz als Recap. Wir befinden uns in der Sponsoring-Welt, die ganz definierte, klare Trends aufweist, gerade auch für 2019. Über allem steht immer das Schlagwort Digitalisierung, völlig klar. Wir sehen aber auch, dass 2019 viel Video bringen wird, immer mehr Video bringen wird, dass die Unternehmungen Videos machen wollen. Wir sehen, haben auch gesehen, dass die Kunden Videos wollen. Und dann haben wir den Aspekt der Personalisierung uns angesehen, dass wir sehen, die Ansprache heutzutage als Unternehmen muss auf die Zielgruppe persönlicher daherkommen. Und jetzt möchte ich ein bisschen den Bogen spannen zu uns, wie wir von iRewind diese Kombination hinbekommen und möchte dies machen, indem ich mit ein paar Fragen beginne. Und zwar Fragen, die wir oft hören von unseren Kunden, die zu uns kommen und sagen, sie haben Probleme damit, Antworten zu finden auf wirklich Kernfragen. Und viele von Ihnen dürften die eine oder andere Frage bekannt vorkommen. Wir versuchen mit unseren Lösungen Antworten auf diese Fragen zu finden. Fragen wie beispielsweise, wie viel möchte eine Unternehmung in der heutigen digitalen Zeit noch für einen gut qualifizierten Lead ausgeben? Was ist es uns wert, für einen guten Lead zu bezahlen? Oder wie können wir einzigartige Momente, die vielleicht unsere Kunden haben, zweifelsohne haben, auch an den Events, oder an den Veranstaltungen, die wir sponsern, die sie dort erleben, wie können wir die festhalten? Wie können wir den Leuten digital vielleicht etwas mitgeben, damit diese Momente lange auch nach der Veranstaltung noch fortleben? Es sind Fragen wie, wie schafft man es, mehr diesen Web-Traffic zu generieren, was wir vorhin gesehen haben? Wie schaffen wir es, dass die Leute eher uns finden, eher auf unserer Webseite bleiben und dann auch viel Zeit drauf verbringen, damit ich Ihnen an verschiedenen Touchpoints meine Messages mit auf den Weg geben kann. Und dann als letzte Frage noch, gerade für Unternehmungen, die in einem sehr kompetitiven Umfeld unterwegs sind, die auch Produkte anbieten oder Dienstleistungen, die mehr oder weniger austauschbar sind. Ich denke da vielleicht an die Finanzbranche oder die Versicherungsbranche, wo es hauptsächlich darum geht, wie sich zu unterscheiden, wie werde ich zur bevorzugten Marke, wenn mein Produkt de facto dasselbe ist wie das des Konkurrenten, wie schaffe ich es da, die Love Brand zu werden? Und unser Anspruch ist, dass wir mit unseren Videolösungen auf all diese Fragen Antworten finden können. Ich möchte starten hier, um jetzt ein bisschen die Welt von iRewind noch genauer zu erklären, mit einer Organisation, die zu uns gekommen ist, hauptsächlich mit der Frage, wie es diese einzigartige Erlebnis der Teilnehmer festhalten können, digital festhalten können und dazu dann auch beitragen, dass die Organisation und die Veranstaltung an und für sich mehr an Bekanntheit gewinnt. Das Beispiel hier sind die Swiss Skills, das sind die nationalen Berufsmeisterschaften, die finden aber in sämtlichen Ländern, also nicht in sämtlichen, sehr vielen Ländern statt. Das gibt es über 70 Berufsgruppen, hat es jetzt in der Schweiz vor ein paar Monaten gegeben, die quasi die Besten der Besten auserkoren haben. Am Ende gab es 234 Medaillengewinner. Berufsmeisterschaften wurden in einer riesengroßen Halle ausgetragen, waren über 100.000 Besucher, also eine sehr, sehr große Geschichte. Den Swiss Skills Organisatoren ging es darum, an der Siegerehrung dieser 234 Medaillengewinnern den Gewinnern etwas Digitales mit auf den Weg zu geben. Es ging ihnen darum, ein Video zu bauen oder zu machen, das den Leuten mitgegeben wird, dass sie teilen können, dass sie sich runterladen können. Und dieses Video möchte ich euch jetzt schnell zeigen, weil dieses Video dann auch die Basis ist, so ein bisschen um zu erklären, was wir genau auch von der technischen Seite hier tun. Fachfrau Gesundheit, Operatore, Sociosanitario. Et la première place est pour Amelia Brossi. Deuxième place, Schweizerlein, est pour Céline Hess. Et dritte place, Sabrina Marchetti.
yeah, yeah. So. Das Video schließt ab mit der Einbindung des Sponsors, hier die Stadt Bern, die den Gewinnern das Video offeriert hat. Ein erster Einblick so in die Einbindung eines möglichen Sponsors in diese personalisierten Videos. Wie gesagt, diese 234 Videos wurden innerhalb von wenigen Minuten den Gewinnern zugestellt. Nachdem sie die Medaille bekommen hatten, war quasi das Video schon in ihrem Posteingang drin. Dies so als Basis. Ich nehme Bezug nachher zum Video, wenn ich erkläre, wie das Ganze zustande gekommen ist. Aber so ganz schnell als Abriss zum Einstieg, wer iRewind ist. Wir sind ein Schweizer Unternehmen, domiziliert in Zürich. Wir sehen uns aber als global aufgestelltes Unternehmen, nicht nur, weil wir Mitarbeiter haben in anderen Ländern, sondern auch, weil wir Projekte ausgeführt haben in fast 30 Ländern weltweit, haben dabei knapp 2 Millionen sind es mittlerweile Videos produziert, knapp 6 Millionen Videominuten. Das sind alles personalisierte Videominuten ausgeführt. Das erlaubt mir, glaube ich, die Aussage, dass wir uns als Spezialist und als führendes Unternehmen im Bereich personalisierte Videos verstehen. Wo wir uns aber auch mittlerweile festgesetzt haben, ist im Bereich Kundenbetreuung, wenn es darum geht, ihre Kunden, ihre Customer Journeys festzuhalten, digital festzuhalten, mit ihnen zusammen gemeinsam einen digitalen Weg zu finden, wie sie diese Customer Journeys festhalten können und wie sie vor allem auch ihre Sponsoring-Engagements und ihre Customer Journeys messbar machen können. Was sind die Vorteile, die die personalisierten Videos mit sich bringen? Zum einen nützen personalisierte Videos als Lead Capturing. Das ist jetzt nicht unbedingt das Beispiel, das wir eben gesehen haben, weil da die Medaillengewinner bereits bekannt waren. Aber es gibt Möglichkeiten, wie man auf Veranstaltungen Leute dazu bringen kann, ihre Kontaktdaten dazulassen, damit sie nachher ihr personalisiertes Video bekommen können. Gleich eine On-Site-Aktivierung macht und sagt, hey, nimm hier kurz teil, lass mir deine E-Mail da, dann bekommst du in 2-3 Minuten das Video von deiner Performance. Branded Content, da gibt es noch Beispiele, die noch stärker das zeigen werden, wie man als Unternehmung sich in den Videos darstellen. Und das ist dann genau dieser Punkt, der eingehend erwähnt wurde von der Viewtime. Wenn ich jetzt Sponsor bin, diese Veranstaltung beispielsweise, und das Video dauert 2,5 Minuten, ich kann Ihnen garantieren oder ich kann euch garantieren, dass die Person im Film drin sich das Video von A bis Z anschaut. Also man kann während des ganzen Films dann seine Messages platzieren. Personalisierte Ansprache, logisch, aber auch diese Emotionen nutzen und im richtigen Moment, das ist diese Time of Relevance, mit dem Produkt, mit dem Videoprodukt an den Empfänger herantreten. Die Person, 2 Wochen nach der Preisverleihung interessiert sich die Person nicht mehr für das Video. Aber wenn sie 10, 15, 20 Minuten nach Medaillenübergabe im Posteingang das Video hat, dann sind die Emotionen am höchsten, dann schaut sich die Person das an und dann teilt sie es vor allem auch weiter. Das ist das Nächste, dieses Increase in Earned Media. Die Person, die das Video bekommt, wenn sie emotional aufgeladen ist, teilt das Video weiter. Man kann die Videos über sämtliche sozialen Medien teilen, man kann sie runterladen und das ist letztlich das, was die Unternehmungen interessiert, dass sie da mehr organischen Reach haben und auch mehr organischen Reach auf ihren Webseiten haben. Wir haben uns vorhin gesehen, 6,5 Mal längere Viewtimes auf den Webseiten, wenn die Videos drauf sind, viel mehr Traffic auf die Website, weil die Leute sich die Videos ansehen möchten und die Videos halt oft auf den Webseiten des Sponsors zum Beispiel ausgespielt werden. Also diesen Performance Boost kann man ganz klar erreichen mit personalisierten Videos. Welche Technologie steckt hinter den personalisierten Videos von iRewind? Es sind 7 Hauptthemen, die abgedeckt werden. Zum einen das Capturing, also die Aufnahme des Events, braucht es eine Kameratechnologie, ganz unterschiedliche Kameras, die zum Einsatz kommen können.
Wir brauchen einen Triggering-Mechanismus. Man muss irgendwann wissen, wann beginnt die Aufzeichnung, wann stoppt die Aufzeichnung. Composing, wie wir gesehen haben vorhin, da gab es ein generisches Intro im Video, dann gibt es so Zwischeneinblendungen, dann gibt es zwei Statistiken, die eingeblendet werden, wie hoch und was die Rangliste beispielsweise. Und dann hat man ganz viel Videomaterial, jetzt bei dem Beispiel vielleicht nicht, aber nehmen wir das Beispiel eines Marathons, eines Laufmarathons, wo wir 40.000 Läufer haben, die alle gerne ihr Video haben möchten innerhalb von wenigen Stunden. Da brauche ich gewaltige Leistungen, diese ganzen Daten irgendwie durch die Server durchzujagen, also Prozessleistungen, die wir zur Verfügung stellen. Es braucht irgendeinen Identifizierungsmechanismus, man muss ja letztlich wissen, wer hat hier Gold, Silber oder Bronze gewonnen oder wer war welcher Läufer. Da gibt es verschiedene Technologien, RFID bezogen hauptsächlich, die zum Einsatz kommen. Und dann gibt es zwei Punkte, auf die ich ein bisschen detaillierter eingehen möchte. Das erste Thema ist die Distribution, also wo wird das Video ausgespielt, und das zweite ist die Analyse. Messbarkeit, Stichwort, wir möchten unseren Sponsoren oder unseren Partnern, die Sponsoren sind, die Möglichkeit geben, ihr Engagement auch zu messen. Ausspielung gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am besten, auch aus meiner Sicht, ist es, wenn der Sponsor das Video auf seiner Webseite ausspielen kann, dann hat er den Traffic, der sofort dahin geht, den organischen Traffic, der da ist. Wenn er auf der Seite ist, kann er ihn abfangen durch Upselling-Messages oder durch andere Messages, wenn er schon mal da ist. Aber ich glaube, das ist ein Problem, das viele Sponsoren haben. Wie kriegen sie überhaupt Leute auf die Webseite? Videos sind ein super Tool. Integrationsmöglichkeiten gibt es viele. Man kann eine ganz normale Schnittstellenintegration machen oder wir bauen zusammen mit dem Kunden seine Lösung, wie es für ihn am besten passt, und stellen sicher, dass auf jeden Fall, das ganz zentral, dass sämtliche Videos auch teilbar sind auf den sozialen Kanälen. Analyse, Messbarkeit ist enorm wichtig. Wie gut hat meine Kampagne funktioniert? Wir haben hier maßgeschneiderte Möglichkeiten, die wir mit dem Partner zusammen erarbeiten. Er kann sehen, wie lange die Videos geschaut wurden, bis zu welchem Prozentteil sie geschaut wurden, wie oft wurden sie geteilt, wann wurden die meisten Videos angeschaut, über welche Kanäle wurden sie geteilt. Alles Punkte, die man hier aufführen kann. Und das ist genau diese Messbarkeit, diese Visibilität, die sehr oft Sponsoren fehlen in ihren Aktivitäten, weil hier kann man wirklich durch Klicks und durch Viewzeiten darstellen, wie erfolgreich eine Kampagne war. So, ich möchte jetzt ein bisschen auf Cases eingehen, und der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Wir haben ein paar Cases in die Umfragerunde gestellt. Ich glaube, einige haben auch schon abgestimmt. Die noch nicht abgestimmt haben, können das gerne noch tun. Die ersten Cases drehen sich um den Bereich Markenaktivierung. Eher nicht im Sportbereich angesiedelt, das ist vielleicht noch ganz spannend, vielleicht auch Kulturelemente zu sehen. Vier Themen zur Auswahl: Montreux Jazz Festival, eine Aktivierung von diesem Sommer, die wir gemacht haben vor Ort. Zweite Auswahl: Rivella Summerside, das war eine Sommerrutschbahn, eine Wasserrutschbahn an verschiedenen Standorten in der Schweiz, wo Leute innerhalb von wenigen Minuten Video bekommen haben von einem Sprung über eine große Wasserrutsche. Ofen Maltine Music Festival Aktivierung, es waren vier Musikfestivals, die wir aktiviert haben, zusammen mit dem Schweizer Getränkehersteller Ofen Maltine, ein Tanzspiel, wo die Leute innerhalb von ein paar Minuten auch ihr Video bekommen haben. Oder das Arosa Bernland, hier eher etwas aus dem Bereich Tourismus. Das Bernland hat diesen Sommer eröffnet, hier hat man mit den Besuchern des Bernlands eine On-Site-Aktivierung geplant. Ein paar Zahlen dazu noch, einfach um sich die Größenordnung vorzustellen. Jazz Festival Montreux haben wir 1500 Videos ungefähr gemacht, personalisierte Videos. Summerside waren es ca. 700. Musikfestivals mit Ofen Maltine 200.000 und Bernland waren es 300. Gebe euch noch kurz Zeit, um abzustimmen. Alright, ich glaube, wir haben das Jazz Festival bereits auserkoren. UBS Jazz Festival. Vielleicht ganz kurz, wobei ich muss gar nicht viel dazu sagen, weil das Video, das ihr gleich sehen werdet, erklärt eigentlich den Case ganz schön. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir herangehen an eine Anfrage eines Kunden, wenn er zu uns kommt und sagt, hey, würde gerne eine Aktivierung machen. Ich bin Sponsor einer Veranstaltung, aber ich möchte den Leuten irgendwie noch etwas mit auf den Weg geben. Habt ihr eine Idee, wie das aussehen könnte?
wir haben uns zusammengesetzt mit UBS und haben dann dieses Konzept entwickelt. Der Film erklärt alles. Ich hoffe, ihr versteht es akustisch. Und im Anschluss zeige ich euch gleich noch das finale Video, das dann die Kunden auch mitbekommen haben. The Montreux Jazz Festival is one of the largest music festivals in the world. For more than 50 years, it has not only attracted the big stars from around the world, but also an international audience. UBS, a leading Swiss bank and one of the main event sponsors, planned a special digital on-site activation for this year. The idea was captivating and at the same time very simple: to beam the visitors onto the festival stage. With iRewind, we were able to offer a video class solution that is quickly deployable and can implement this idea promptly. The goal: several thousand videos had to be produced automatically and delivered in real time to the inboxes of the visitors. The focus of the activation campaign was on the UBS video box. Visitors first had to register on site and choose their preferred sound style. Then they went into the video box, which featured a specially built-in mini stage with spotlights and even a smoking system. To capture the action, 3 iRewind cams were installed. Once the performers were ready, a countdown indicated the start of the recording. The performance took about 2 minutes. 3 minutes later, the guests had their personal stage video of the Montreux Jazz Festival in their inbox, ready to share on any social media channel. Ja, wie hat das finale Video ausgeschaut? Letzten Endes spielt es keine Rolle, ob das Video 30 Sekunden oder 2 oder 3 Minuten lang ist. Eine solche Aktivierung hier bedarf keiner allzu langen Viewtime. Das Video ist, glaube ich, um die 30 Sekunden lang, aber das ist das, was man am Ende zugestellt bekommen hat von UBS. War ein tolles digitales Giveaway, das die Leute so nicht erwartet hatten, hat UBS nochmal die Möglichkeit gegeben, zum einen Leads zu sammeln, weil die Leute, die teilgenommen haben an der Aktivierung, mussten die Kontaktdaten dalassen und zum anderen dann mehrere Follow-up-Touchpoints auch, wo sie sich wieder mit ihren Brand-Messages einbringen konnten. Was hat der Kunde bekommen? Relativ einfaches Setup, aber doch eines mit sehr, sehr großer Wirkung. Also Aufnahme, Composing und dann Auslieferung und ganz wichtig auch hier das Sharing, dass man das Video runterladen konnte, war nicht allzu groß vom Datenvolumen her, konnte man einfach runterladen und dann wieder sharen. Ich springe ich überspringe die, die ihr nicht gewählt habt. Auf Anfrage selbstverständlich nehmen wir die gerne, schicke ich euch die gerne zu, wenn euch ein Case noch besonders interessiert. Möchte den Sprung machen, ein bisschen weg von der Markenaktivierung zu den Finisher Clips, also zu dem eigentlich klassischen auch Event-Sponsoring oder Sport-Sponsoring jetzt. Wir haben verschiedene Cases umgesetzt mit Unternehmungen, die im Bereich Laufsport oder vielleicht Bikesport unterwegs sind, Ausdauersportarten, wo große Massen teilnehmen und wo man sehr, sehr gut die Leute einzeln identifizieren kann. Also wo man irgendwie eine Zeitmessung hat oder eine Startnummer hat, wo man weiß, wer ist. Und hier möchte ich euch die Auswahl geben aus 6 verschiedenen Cases. UBS Kids Cup ist eine Jugendveranstaltung, die die UBS jedes Jahr macht, um die 70.000 Kinder, die daran teilnehmen. Jungfrau-Marathon, klassischer Finisher-Clip aller Teilnehmer des Jungfrau-Marathons. Dasselbe beim Switzerland-Marathon Light. Hier hat ASICS, war Hauptsponsor des Marathons. War ich ganz spannend zu sehen, wie die sich eingebunden haben. DAK, großer Sponsor von B2Run. Eine Serie, die in allen 3 Dachländern stattfindet mittlerweile. Da konnten wir einen interessanten Case machen.
PostFinance Trophy ist auch ein jugendbezogenes Projekt. Eishockey, Kinder spielen gegeneinander im Rahmen eines Turniers und es werden dann so Turnierclips oder Spielclips gemacht von einzelnen Teams. Und Engadin Skimarathon, also eine Langlaufveranstaltung, die wir schon seit Jahren jedes Jahr machen. Vielleicht hatte der eine oder andere sogar selber schon mal daran teilgenommen. Diese 6 stehen zur Auswahl. Wer noch nicht abgestimmt hat, soll es noch schnell machen. Ansonsten schauen wir kurz, welche Resultate reinkommen. Yep, ich sehe offenbar das Interesse am größten, an der hier auch größten Veranstaltung mit 16.000 Videos, die wir gemacht haben für B2Run. Gerne zeige ich euch den Case. Überspringen wir kurz die nicht gewählt wurden. Das ist alles live, nicht gefaked. B2Run. Finisher Clips, ganz klassisches Produkt, wenn man so will. Die Idee hier, man baut verschiedene Kameras entlang eines Laufs auf. In diesem Fall waren es, glaube ich, 5 Kameras. Jeder Teilnehmer bekommt innerhalb von ein paar Stunden nach dem Lauf sein Video. Speziell hier bei B2Run war, dass wir enorm viel Zeit und Aufwand investiert haben in das ganze Composing, also in die Design-Elemente. Wir haben Grafikelemente eingebaut, wie Zwischenzeiten, wie Durchschnittsgeschwindigkeiten, die Startnummer wurde eingeblendet, es gab Berufsbotschaften. Der Sponsor relativ dezent gehalten, hätte hier sicherlich noch stärker mit eingebaut werden können. Aber zeigt so ein bisschen die Möglichkeit, die man eben auch hat als Sponsor, aktiv das Look and Feel eines Irvine-Produktes mitzugestalten und dann nachhaltig in der Erinnerung zu bleiben dieses Läufers. Weil wenn das Video gut daherkommt, man schaut sich das Video mehrmals an. Idealerweise schaut man sich das Video auf der DAK-Seite an, sodass man da den Traffic hat, wo man ihn haben möchte. Und dann natürlich hoffentlich sehr, sehr viel Sharing auf den sozialen Kanälen. Wie hat das Video ausgesehen am Ende? Hier ein Beispiel. Vielleicht hier dazu sagen, das waren über 16.000 Teilnehmer, die sind alle 5,5 Kilometer gerannt. Es ist relativ schwer, die Leute dann wirklich so einzeln im Bild zu haben, weil man einfach de facto, ich bin selber mitgelaufen, nie einzeln im Bild ist, nie alleine rennt. Bei anderen Veranstaltungen ist das Ganze etwas einfacher, gerade bei einem Marathon, wo wir vergleichsweise oder die gleiche Anzahl Läufer, vielleicht sogar weniger Läufer haben, die teilnehmen, kann man die Persönlichkeit noch viel, viel besser herausnehmen. Ich glaube, die Idee ist erkannt, man nimmt generisches Footage, baut einen coolen Soundtrack darüber, nimmt das die einzelnen Einstellungen jedes einzelnen Läufers, verpackt das Ganze in ein schönes Look and Feel, guckt, dass die Logo-Platzierung stattfindet, nutzt eventuell auch die Möglichkeit, im Video mit Call to Actions zu arbeiten, kann beispielsweise, wenn ich jetzt Sportartikelhersteller bin, mein aktuellstes Laufprodukt oder Sportprodukt im Video selber anbieten als Einblendung, wo man direkt als Konsument draufklicken kann, direkt auf den Webshop geleitet wird. Das sind Sachen, die man machen kann. Man kann sich für Newsletter anmelden, direkt über die Videos, die sind
alle interaktiv, können interaktiv gestaltet werden. Also hier sind die Möglichkeiten beinahe, sage ich mal, unbegrenzt und insbesondere eben auch deshalb spannend, weil man hier aufgrund der Daten, die man hat, und das will ich jetzt doch nochmal kurz ansprechen, gerade bei Sportveranstaltungen, wo ich weiß, wer die Leute sind, ich weiß, ja, wo die Leute herkommen, vielleicht weiß ich sogar das Alter, wenn die Leute im Vorfeld des Events zugestimmt haben, dass man die Daten nutzt, um ihnen maßgeschneiderte Produkte und vielleicht und das Finisher-Video zuzustellen, dann habe ich Daten, mit denen ich arbeiten kann. Dann weiß ich, ich kann jetzt allen Damen beispielsweise einen anderen Produktentwurf mit auf den Weg geben im Rahmen des Videos, als wenn ich die Jugendlichen von 15 bis 18 irgendwie anschreiben möchte. Dann verpacke ich da vielleicht eine andere Message in mein personalisiertes Video. Mit diesen Daten kann man arbeiten, diese Daten generiert man insbesondere im Sportbereich. Und das bietet dann eben genau diese Möglichkeiten, die man möchte mit der personalisierten Ansprache, weit über nur den Namen oder die Einblendung der Startnummer hinaus. Das hoffentlich gibt ein bisschen eine Idee, was man machen kann. Ich möchte zum Abschluss jetzt noch einmal auf ein paar Zahlen zu sprechen kommen, weil ich denke, das ist auch ganz interessant, einmal zu sehen. Einige wurden bereits schon angesprochen im ersten Teil des Webinars, aber jetzt doch noch einmal zwei Beispiele von Veranstaltungen, die wir betreut haben mit personalisierten Videos. Das eine ist ein Berglauf, den wir gemacht haben mit um die 4.500 Teilnehmer, hat dieses Jahr stattgefunden. Die Videos wurden auf der Webseite des Sponsors ausgespielt. 23.000 Website-Visits wurden generiert durch diese 4.500 Clips. Bedeutet, dass die über viermal jedes Video angeschaut wurde. Über ein Drittel aller Videos wurden auf den sozialen Medien geteilt. Also man hat dann doch diesen Accelerator-Effekt, diesen Multiplikator-Effekt. Downloadraten von 950, das ist knapp oder sind gut 20%, deutet darauf hin, dass die Qualität des Videos doch irgendwie so gut war, dass man das eben behalten wollte, vielleicht auch für später, oder dass man es genommen hat, um auch auf Facebook vielleicht dann native hochzuladen. Die E-Mail-Öffnungsraten, auch das wieder so ein bisschen den Bogen zu spannen zu Beginn, wo wir gesehen haben, was bedeutet es, wenn man Videos in einer E-Mail verpackt? Ich habe unheimlich hohe Öffnungsraten. Bei einem Lauf, wo man teilnimmt, wo man teilweise Monate darauf hingearbeitet hat, wenn ich dann eine E-Mail bekomme, wo drin steht, hey, Thomas, schau dir dein Finisher-Video an, dann haben wir genau diese zwei Kernbotschaften drin. Wir haben den Namen, die persönliche Ansprache und wir haben Videos, ergibt dann Öffnungsraten von eben fast bei 100%. Die Swiss Skills, und damit mache ich jetzt dann gleich die Klammer zu. Swiss Skills, die wir gesehen haben, gleich zu Beginn. Das erste Beispiel, das ich gezeigt habe, die Preisverleihung. Nur, in Anführungszeichen, 234 Videos. Aber die Engagement-Rate, also sprich Download oder Sharing, bei 360%. Also die Videos wurden nicht nur mehrmals angesehen, sondern man hat immer irgendetwas mit diesen Videos gemacht. Man hat spürbar dazu beigetragen, dass die Videos sich verbreitet haben auf allen möglichen Kanälen. Downloadraten über 2 insgesamt, wurden 91% von den 234 Videos heruntergeladen. Ich habe auch, das ist so ein Hinweis darauf, dass es ein Souvenir ist, auch wenn es digital ist, aber eines ist, das man gerne behält. Und über 20 Views letztlich pro Video deutet darauf hin, dass eben nicht nur die Medaillengewinnerin oder der Medaillengewinner das Video sich angesehen hat, sondern vielleicht auch noch hoffentlich die ganze Verwandtschaft. So, das war das Webinar so zum Thema Sponsoring, digitale Sponsoring-Aktivierung. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Wie ihr gesehen habt, es gab einige Cases, die jetzt unerwähnt blieben. Gerne gibt es dazu weiterführende Informationen auf Anfrage. Die E-Mail-Adresse habt ihr dort. Ihr könnt gerne jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen. Das Ziel war es, wie eingehend erwähnt, euch ein bisschen von der Theorie ins Praktische zu führen. Diese Kernthemen, Digitalisierung, Videotechnologie, Personalisierung, generelle Sponsoring-Trends, alles so irgendwie in 60 Minuten zu verpacken, um euch so in die Welt, in der wir uns bewegen,
einzuführen und dann hoffentlich mit ein paar Ideen, die wir euch gezeigt haben, ja, vielleicht den einen oder anderen Hinweis gegeben zu haben, was ihr machen könntet in Zukunft, wie ihr eure Sponsoring-Engagements digital aktivieren wollt, hoffentlich mit Hilfe von personalisierten Videos. Ihr habt gesehen, die Strahlkraft und die Power, die dahinter stecken kann, wenn es richtig gemacht ist. Ich würde mich freuen, wenn ich die ein oder andere Mail von euch bekommen würde. Jederzeit bedanke mich jetzt aber für euer Interesse und wünsche noch einen ganz schönen Nachmittag. Tschüss zusammen. Mhm.